Ich bin aufgewachsen mit Türken, mit Italienern, mit Arabern, mit Deutschen. Also damals gab es die, heute nicht mehr. Alles weg. Nein. Spaß, ihr seid alle da, alles gut. So, und ich habe auch viel Arabisch gehört und ich mochte schon als Kind die arabische Sprache, weil die arabische Sprache ist so, die ist so guttural, die ist so dramatisch. Mir kommt es immer so poetisch vor. Ich verstehe auch so zwei, drei Fetzen Arabisch. Es ist so, weißt du, ich mag Arabisch. Es ist eine laute Sprache, haben wir vorhin festgestellt. Ich weiß nicht, warum die laut ist. Wahrscheinlich haben die Araber immer in der Nähe von Bahnhöfen oder Flughäfen gewohnt. Aber es ist laut, okay? Und das ist schade eigentlich, ja, dass wenn du zum Beispiel als Deutscher, ja, ich beobachte euch ja alle, nicht wahr? Als Deutscher, wenn du Arabisch nicht so verstehst und du siehst so zwei Araber an der Bushaltestelle stehen und die reden miteinander, dann hört sich das ein bisschen laut aggressiv an und die Deutschen denken immer, die streiten sich. Aber das muss gar nicht sein, das ist einfach die Sprachkultur. Die Araber können nichts dafür, dass sich das anhört, okay? Und dann stehen die zwei an der Bushaltestelle und reden über das Wetter. Tolles Wetter hier noch oder irgendwas. Und es hört sich auf Arabisch, also, und die Deutschen schon wieder, nee, da machen wir deinen großen Bogen da um. Nee. Der eine von denen hat einen Koffer dabei, da machen wir nicht. Was eigentlich schade ist, tragisch, das ist ein Missverständnis, okay? Die reden einfach, Arabisch ist so eine Sprache. Seht ihr, wofür sich Arabisch lohnt, ist zum Beispiel beschimpfen, ausschimpfen, das ist das Beste, wo es gibt. Ja? Da schwächelt ja die deutsche Sprache so ein bisschen. Ich sehe es an euren Gesichtern an, ihr habt mich ganz angeguckt, was mit der deutschen Sprache? Ich mag die deutsche Sprache, ich mag sie wirklich, es ist ja meine Muttersprache, okay? Ich finde, mit der deutschen Sprache kann man gut beschreiben, mit der kann man gut definieren. Ja? Wir haben viele Wörter, wir haben zu viele Wörter. Wir haben scheiß viele Wörter, echt, die können wir alle gar nicht gebrauchen. Was sollen wir mit so viel? Ich gebe euch ein Beispiel, okay? Artikel, der, die, das. Warum haben wir drei Artikel? Was soll der Scheiß? Warum muss alles so kompliziert sein? Hä? Ausländer macht das wahnsinnig, wenn sie Deutsch lernen müssen. Guck mal, es gibt sehr viele, die bemühen sich, ja, Deutsch zu sprechen, aber ihr habt eine wirklich wahnsinnig, wenn du mit der deutschen Sprache nicht aufgewachsen bist, du kannst es eigentlich fast vergessen. Weil es ist sehr schwierig und die stolpern zuerst über der, die, das. Der, die, das. Weißt du, die Ausländer kommen her und sagen halt, der Bus, der nicht, ne, ist nicht mehr nicht, die weibliche, das Bus. Das Bus. Deutschlehrer, nein, der Bus. Der Bus? Wieso der Bus? Hat der Schwanz oder was ist da los? Hä? Warum der Bus? Das. Männlich, okay? Karotte, männlich. Männlich, Karotte, männlich. Die Karotte. Ne? Das macht die Leute. Warum die das? Drei Artikel. Guck mal, wir gucken uns die anderen Sprachkulturen an. Englisch, nicht wahr? Die halbe Welt wurde erobert mit Englisch. Fast die ganze Welt labert Englisch. Ein Artikel. The. Die haben nicht die da, the. Die haben the. Und wir in Deutschland immer der, die, das. Und die Ausländer macht das, wir können uns nicht mal richtig jemanden beleidigen, weil wir vorher immer der, die, das. Weißt du, der, die, Arsch, das, Arschloch. Der Drecksack, der Scheiß. Und deswegen helfen wir uns Ausländer immer ein bisschen, ja? Und zwar machen wir statt der, die, das immer nur ein Universalartikel. De. De Arschloch, de Drecksack, de Karotte, de Bus, de Pöckel, de. Aber ich mag die deutsche Sprache. Eine Schwachstelle an der deutschen Sprache ist so ein bisschen Beleidigung, Ausschimpfen, jemanden zur Sau machen. Das geht auf Deutsch nicht so gut. Ihr labert ja selber alle Deutsche, ihr wisst, was ich meine. Wir haben nur so eine Wortkonstruktion, okay? Wenn du auf jeden Mann sauer bist, dann sagst du Arschloch, Penner. Merkt ihr, was ich meine? Ihr seid richtig, ihr seid aber sauer, aber da kommt der Drecksack. Penner hatten wir schon, ja, ich weiß. Ein Wort, Schluss. Und du bist noch richtig sauer, du kannst richtig loslegen, immer die ganze Zeit am Nichts, möchte die ganze Zeit labern, am Arschloch. Da empfehle ich die arabische Sprache. Beste Sprache zum jemanden ausschimpfen, zum beleidigen, die beste, wo gibt. Arabisch, ja. Danke, ein Araber. Musst du auch deinen Koffer abgeben vorne? Ich mit dem Koffer, Junge. Der Punkt, die
Araber haben jetzt nicht unbedingt viel mehr Wörter als die Deutschen. Ich sage ja, die Deutschen haben eigentlich die meisten Wörter, meiner Meinung nach. Und ein großer Unterschied bei den Arabern ist, dass sie nicht jetzt Arschloch, Penner, Drecksack sagen, sondern meistens Tiernamen benutzen. Esel, Kuh, Schwein, Hund. Hund ist auch gut. Die sagen nicht Hund, du Schwein, du Esel. Die sagen, ein ganz einfacher Trick, du Sohn eines Esels. Die beziehen gleich die ganze Familie mit ein. Hier, das ist der Trick. Der ganze Trick bei den Arabern ist, zu sagen, du Sohn eines Esels. Aber da hört es nicht auf, sondern erklärt dir auch, wer dein Vater war. Und dein Vater von dem Vater, von der Großvater. Und da geht es die ganze Zeit so weiter. Und dann sind das keine Beleidigungen mehr, das sind ganze Familienstammbäume. Das dauert eine halbe Stunde, bis er dich aufgeklärt hat. Wirklich, ein Araber hat mich mal zur Sau gemacht. Also auf Deutsch, du Sohn eines Esels. Das hat gebumst, eine andere Esel. Wurde gebumst von einem Schwein. Und ein Schaf hat euch gebumst. Und die ganze Familie von Kamele gebumst. Und die Hunde haben gebumst. Und die Scheiße, der ganze Zoo kam. Und ich alle hatte Dreck. Und ich stand vor dem Typen, stopp, ich komme nicht hinterher, ich bin welches Schaf, ich wurde von wem gebumst, nochmal. Der hat mich original damals 20 Minuten zur Sau gemacht. Ich kann nicht mehr, ich muss nach Hause. Ich bin noch nicht fertig. Ja, Arabisch klingt sehr toll.